Lassen Sie uns auf die Leaks der US-Geheimdienstdokumente blicken. Also es ist jetzt, sind jetzt Papiere an die Öffentlichkeit gelangt. Ein Teil davon soll wohl wahr sein, ein Teil davon wohl nicht so wahr. Trotzdem muss man natürlich fragen, könnten diese Leaks Einfluss haben auf den Krieg in der Ukraine? Könnten sie den auch militärisch beeinflussen, wenn die Russen das jetzt lesen? Also auch da bin ich wieder skeptisch. Ich habe da weit mehr Fragen als Antworten. Zunächst mal, es ist eine Katastrophe. Darüber gibt es ja überhaupt keinen Zweifel. Selbst wenn diese Papiere, die da in der Öffentlichkeit nun rumgeistern, nur zum Teil wahr sind, wer soll sie denn gefälscht haben? Und nun hat man einen 21-jährigen Nationalgardisten festgenommen. Ich sag mal, ein ganz kleiner Fisch. Und der soll das nun alles gemacht haben. Wie gesagt, ich habe da mehr Fragen. Ich vermag das alles nicht so richtig zu glauben. Was ich glaube, ist das, was ich sehe. Die Tatsache als solche und was da veröffentlicht worden ist, hat größten Schaden angerichtet. Hat für die Amerikaner größten Schaden angerichtet, hat für die Europäer Schaden angerichtet, hat für die Ukraine Schaden angerichtet. Weil natürlich viele Dinge dort offenbart werden, die genauso wahr sein können wie nicht. Die Russen werden das auswerten und werden ihre Schlüsse draus ziehen. Und wenn tatsächlich Operationspläne bekannt geworden sind, dann kann es in der Tat für das, was kommen soll, gefährlich werden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.